Du möchtest deine Cam in OBS mehrfach einbinden, um sie in verschiedenen Szenen mit verschiedenen Effekten zu unterlegen, aber OBS lässt dich nicht, weil es nur einmal auf die Cam zugreifen kann? Okay, in diesem Video zeige ich dir, wie du es doch hinkriegst. Leider kann man in OBS eine Cam nicht mehrfach einbinden, um sie zum Beispiel in verschiedenen Szenen mit verschiedenen Effekten zu unterlegen. Wie es doch geht, zeige ich dir gleich. Mein Name ist Marco vom Kanal Stigmata Gaming. Ich streame auf Twitch jeden Montag, Mittwoch, Donnerstag ab 18.30 Uhr. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und los geht's. So, hier befinden wir uns jetzt in einer ganz jungfräulichen Szene von OBS. Wie geht das jetzt also, dass ich eine Cam mit verschiedenen Effekten belegen kann? Ich werde es euch mal zeigen. Als allererstes braucht ihr eine neue Szene. Diese Szene könnt ihr natürlich nennen, wie ihr wollt. Ich nenne sie immer irgendwas mit Base, weil es die Basis für irgendwas sein soll. Warum irgendwas, das zeige ich euch auch noch später hier in diesem Video. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Kamera an sich. So, Cam Base. Diese Szene kriegt eine Quelle und zwar ein Videoaufnahmegerät, welches denn die Facecam wird. So, und da bin ich auch schon. Da ist die Logitech. Wir machen mal Benutzer definiert 1920. Ah, hat er schon erkannt. So, okay. Videoformat beliebig. Farbraum 709 und Farbbereich teilweise. Okay. So, das sind meine Einstellungen. Da könnt ihr natürlich aussuchen, wie ihr möchtet, ne? Als allernächstes fügen wir eine zweite Szene hinzu. Nennen wir diese mal zum Beispiel Cam Talk für den Talkscreen. Und wir fügen eine dritte Szene hinzu, Cam Gaming. Okay, warum diese Szenen hier? OBS hat die Möglichkeit, verschiedene Quellen, unter anderem auch Szenen, anzunehmen. Also, wenn ich jetzt hier in Cam Talk hinzufügen, Szene auswähle, kann ich unter den existierenden Szenen meine Basecam auswählen und da bin ich auch schon wieder und jetzt habe ich diese im Talk. Das gleiche mache ich nochmal im Gaming, hinzufügen, Szene, Cam Base. Wir brauchen immer die Basis hier. So, nun diese leere Szene hier oben können wir einmal entfernen. Die brauchen wir nicht mehr. Das war die Standardszene, die OBS angelegt hat. Was wir jetzt machen können ist, jetzt machen wir, sagen wir mal, das ist unsere Just Chatting Szene. Packen wir mal nach oben. Zumindest ich mache das immer, weil hier unten, das sind mehr oder weniger Arbeitsszenen für mich. Und hier oben, das sind dann die richtigen Szenen, die später verwendet werden. Hier mache ich wieder, also im Just Chatting, mache ich wieder hinzufügen, Szene. Und nehme die Cam Talk diesmal. Und ich erstelle eine neue Szene und sage, das ist die Gaming-Szene. Oder was auch immer ihr auf Twitch oder wo auch immer streamt über OBS. Das ist natürlich euch überlassen. Ich bin Twitch-Streamer, deswegen orientiere ich mich jetzt auch an Twitch. Gaming, hinzufügen, Szene. Und hier nehme ich die Cam Gaming. Okay. Just Chatting. Hier können wir jetzt auf dieser Szene hier oder auf dieser Quelle, die ja eine Szene ist, Effektfilter hinzufügen. Sagen wir mal, wir möchten hier eine Moment, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Farbkorrektur heißt es hier. Wenn man mit verschiedenen Programmen immer arbeitet und die Dinge heißen überall anders, kommt man da schon mal ein bisschen durcheinander. Da nehmen wir mal die Sättigung ein bisschen hoch, den Kontrast drehen wir ein wenig hoch, Gamma vielleicht einen Ticken runter. So, wie sieht das aus jetzt? Na, Sättigung ist viel zu viel. Ich werde ja ganz orange. Machen wir es mal so. Ist ja auch nur ein Tutorial, ne? Ich zeige euch das ja hier. Okay, das wäre jetzt also die Just Chatting Szene. Ich kann hier nochmal als Symbol hinzufügen, Text GDI. Sagen wir einfach, das ist der Just Chatting Schriftzug. Und wir schreiben hier rein, Just Chatting. Schriftgröße ist ja riesig. Nehmen wir einfach mal 72 und
packen die mal, hier sieht man es nicht, wegen meinem T-Shirt, ich packe die mal einfach hier hin. So, das wäre dann unsere Just-Chatting-Szene. Natürlich für euch wesentlich schöner als das, was ich jetzt hier gebaut habe, aber ich denke, you get the point. In der Gaming-Szene, ihr seht schon, es hat sich was geändert. Wir haben wieder das alte Cam-Bild hier. So, als allererstes mache ich auch hier mal den Gaming-Text rein. Schreibe hier, das ist die Gaming-Szene. Machen das wieder was kleiner. So groß muss es echt nicht sein. Schieben das hier rüber. Und fertig. So, das ist die Gaming-Szene. Hier kann ich jetzt, wie ich lustig bin, auf der Cam Gaming komplett andere Filter hinzufügen. Um das mal zu verdeutlichen, nehmen wir hier auch Farbkorrektur, drehen die Sättigung aber ganz runter, den Kontrast hoch. Dann kriegen wir so einen ganz dunklen Effekt. Wir brauchen hier im Gaming-Bereich wahrscheinlich auch nicht so viel Bildmaterial an sich von der Cam. Deswegen nehmen wir ein Zuschneiden-Pad. Und leider gibt es hier keine Regler. Wir werden jetzt mal so ein bisschen, so zum Beispiel da hinten die Tür und der Schrank, der kann weg. Auf der rechten Seite gehen wir mal bis zur Gitarre. So. Unten kann auch ein bisschen weg, oben kann ein bisschen weg, bis zur Pläte hin. Denkt dran, normalerweise sitzt da immer noch ein Headset oben drauf, das sollte auch irgendwo hin. Wir machen es kleiner und wir können die Cam hier zum Beispiel beim Gamen an die Seite patschen. Und jetzt haben wir pro Szene unterschiedliche Effekte. Wir könnten jetzt hier eine Just-Chatting-Runde mit den Zuschauern machen und im Anschluss ein Horrorspiel spielen zum Beispiel. Und die Cam ist schon direkt für ein Horrorspiel ausgerichtet. Nicht schlecht, oder? Man kann das Ganze noch ein wenig weitertreiben. Und wie, das zeige ich euch auch jetzt. So, und da sind wir auch schon wieder in unserer Just-Chatting-Szene, die wir eben angelegt haben. Ich habe hier nur eine Szene mit Pick-Dump hinzugefügt. Da habe ich gerade mal zwei Screenshots von Spielen hinterlegt. Die sind nicht relevant jetzt gerade hierfür, nur zum Demonstrieren gleich. Okay, ich sagte eben, man kann das auch noch weiter treiben. Was ich damit meinte. Passt auf. Wir machen das Ganze nochmal so. Wir können jetzt eine Szene machen, die nennt sich Gaming Base. Das ist natürlich eine komplett leere Szene. So. Hier werde ich mal ein Bild hinzufügen und wir nehmen ein existierendes Bild. Und zum Beispiel PL, was nichts anderes ist als dieses süße Tierchen aus Planet Zoo. Okay, das steht symbolisch jetzt für unser Game Capture oder was auch immer. Ihr könnt hier noch auch weitere Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel, das ist eine Gaming-Szene. Natürlich wieder unsere Schriftart, so groß braucht das ja niemand. So, das ist eine Gaming-Szene. Damit man es ein bisschen besser lesen kann. Nein, das war falsch. Da müssen wir hier hin und sagen, wir hätten gerne eine Kontur mit der Farbe Schwarz. So. Und die Konturgröße, sagen wir mal, 6 Pixel. So, jetzt kann man es zumindest besser lesen. Okay, eine Gaming Base. In diese Gaming Base werden wir noch... Nein, das machen wir anders. Wir fügen jetzt eine Szene hinzu mit Gaming, Cam Left und Gaming, Cam Right. So. Die schieben wir auch mal nach oben, weil das werden unsere Hauptszenen. Gut. Gaming, Cam Left. Wir werden hier wieder die Szene hinzufügen. Gaming Base, weil wir die brauchen, da wird dann unser Screen Capture und so drauf laufen. Jetzt symbolisch dargestellt von unserem kleinen, was ist das? Ist das ein, kleiner Löwe, ne? Glaube ich. Ist das hier? West African Lion, ja. Genau. Und wir fügen hier hinzu unsere Szene mit der Cam Gaming.
So, die ist jetzt natürlich hier wieder zu groß. Die müssen wir mal ein bisschen zurechtschieben. Aber wir haben jetzt hier unsere Cam fürs Gaming. Und die Szene heißt Gaming Cam Left. Das gleiche machen wir jetzt nochmal mit Gaming Cam Right. Und vielleicht könnt ihr euch schon denken, was das Ganze macht. Ihr könnt jetzt wieder Gaming Base auswählen. Da haben wir wieder unser Tierchen. Und als weitere Szene nochmal die Cam Gaming. So, man kommt ein bisschen durcheinander. Das stimmt schon. Hier packen wir sie nach rechts. So, jetzt haben wir eine Szene, in der die Cam links ist und eine Szene, in der die Cam rechts ist. Und das Ganze sieht dann so aus. Und je nach Spiel habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Cam-Position zu ändern, ohne dass sich was anderes ändert dadurch. Was ich damit genau meine, ist, ihr könnt in der Gaming Base jetzt nochmal eben einen zweiten Text symbolisch hinzufügen. Das ist ein zweiter Text symbolisch. So, und den lassen wir jetzt auch mal so. Ne, so groß lassen wir den echt nicht. Das ist. Ich dachte, das skaliert seit OBS 25. Tut's aber anscheinend nicht. Das ist ein zweiter Text symbolisch. Ich spare mir jetzt mal wieder die Kontur. Okay, und was ist passiert? Wir haben diese Änderungen jetzt in beiden Cam-Szenen. Also ihr müsstet nicht beide Cam-Szenen wieder hier anpassen, sondern ihr könntet einfach in die Gaming Base gehen, irgendwas hier verändern. Wir schieben den Text nochmal hier runter, gehen auf Gaming Cam Left und der Text ist hier unten. Gehen auf Gaming Cam Right und der Text ist hier unten. Wenn ihr möchtet, dass dieser Effekt hier verschwindet, also dieses Schwarz-Weiße, dann könnt ihr zum Beispiel einfach auf Cam Gaming gehen. Das ist ja diese hier. Ihr könnt das aber auch einfach hier machen. Cam Gaming, Rechtsklick. Ach, er wechselt automatisch. Okay, Filter. Sagt wieder, nee, ich möchte es eigentlich doch, wie es vorher war. Also ein bisschen weniger Gamma. Muss jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen. Ist sowieso schwer mit mir vor der Cam. Aber egal. Geht in Gaming Cam Left und die Kamera hat wieder Farbe. Geht in Gaming Cam Right und die Kamera hat Farbe. Just Chatting ist unverändert die Just Chatting-Szene. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch geholfen. Ich bin Marco von Stigmata Gaming. Ich streame immer montags, mittwochs, donnerstags 18.30 Uhr auf Twitch. Ich hoffe, wir sehen uns. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos, Tutorials oder Fragen habt, schreibt sie hier einfach in die Kommentare rein. Ich werde es mir ansehen. Oder besucht mich einfach live auf Twitch. Man sieht sich. What the-